Allen, die die Bumerangferse noch nicht so gestrickt haben, also Bumerangspitze und Bumerangferse mit Stricken in die Gegenrichtung, würde ich empfehlen, dass Sie diese kleine Übung mit einem Stückchen Garn mitmachen. Und zwar schlage ich hier 12 Maschen an mit einem etwas dickeren Garn, als ich dann im richtigen Video verwende, damit du das besser siehst. So, 12 Maschen angeschlagen. Bei der Bumerangferse werden jeweils ein Drittel der Maschen an der linken und an der rechten Seite gewickelt, also sozusagen Wickelmaschen erzeugt. Aber zuerst strickst du eine Rückreihe linke Maschen, und zwar alle Maschen linke Maschen, auch die Randmaschen. Ich habe hier dickere Nadeln und ein dickeres Garn, damit du besser siehst, was ich tue. Bei unseren Strimimi-Videos verwende ich ja ein dünneres Garn und dünnere Nadeln. Daher zeige ich dir hier einmal die Technik. Und für alle, die das noch nicht gestrickt haben, ist es auch eine gute Idee, das einmal zu üben oder mal auszuprobieren. Nun beginnen die verkürzten Reihen und du strickst nun rechte Maschen bis eine Masche vor dem Ende der Reihe. Das ist eine Hinreihe. Also du strickst bis eine Masche vor dem Ende der Reihe. Nun wird eine Wickelmasche gemacht. Du legst den Faden vor die Nadel und vor die Masche, stichst von rechts ein und hebst die letzte Masche verschränkt ab, also durch den hinteren Faden auf die rechte Nadel, Faden nach hinten und mit der linken Nadel die Masche wieder auf die linke Nadel zurückheben. Nun ist der Faden einmal um diese Masche herumgewickelt. Nun stricken wir sozusagen die Rückreihe in die Gegenrichtung. Dafür stichst du mit der linken Nadel in den hinteren Faden der nächsten Masche ein, legst den Arbeitsfaden um die Nadelspitze und hebst die Masche auf der rechten Nadel darüber. Hinten einstechen, Arbeitsfaden über die Nadelspitze, Masche über die Nadelspitze ziehen. Das heißt, wir stricken die Rückreihen, also sozusagen die Rückreihen, einfach in die Gegenrichtung. Wir wenden nicht. Das vereinfacht einfach das Stricken der Spitze und der Ferse. Und auch in der Rückreihe, also von links nach rechts, stricken wir bis eine Masche vor dem Ende der Reihe. Wir legen den Faden vor die Nadel und die Masche, heben die Masche rechts verschränkt ab, legen den Faden nach hinten und heben diese letzte Masche wieder auf die rechte Nadel. Das ist die erste Wickelmasche auf der rechten Seite. Nun stricken wir wieder rechte Maschen in die richtige Richtung zurück, also eine Hinreihe, wobei wir in den hinteren Faden einstechen, weil die Maschen, die wir zuvor in die Gegenrichtung gestrickt haben, liegen verdreht auf den Nadeln. Nun stricken wir bis zwei Maschen vor dem Ende der Reihe und wickeln wieder die Masche. Faden vor Nadel und Masche, von rechts aber verschränkt abheben, Faden nach hinten und die Masche wieder auf die linke Nadel heben. Und wieder im Retourgang, also in die Gegenrichtung, von links nach rechts stricken. Auch bei der Rückreihe, das wäre jetzt die Rückreihe, stricken wir bis zwei Maschen vor dem Ende der Reihe. Und wieder die nächste Masche wickeln, also Faden vor die Nadel, die nächste Masche verschränkt abheben auf die linke Nadel, Faden nach hinten und die Masche wieder zurück auf die rechte Nadel heben. Und wieder eine Hinreihe stricken, diese nun bis drei Maschen vor dem Ende der Reihe. Ich mache es hier mit weniger Maschen, als ich es dir dann im richtigen Video zeige. Wieder eine Wickelmasche, Faden vor
die Masche und vor die Nadel abheben, verschränkt abheben und wieder zurück. Und wieder eine Rückreihe, das sind die Reihen, die wir von links nach rechts stricken. Ebenfalls bis drei Maschen vor dem Ende der Reihe. Wieder Faden vor die Nadel, die rechte Masche, die Masche auf der rechten Nadel verschränkt abheben, Faden nach hinten und die Masche wieder auf die rechte Nadel. Wir haben jetzt drei Wickelmaschen am rechten Rand. Und wieder eine Hinreihe, diesmal bis vier Maschen vor dem Ende der Reihe. Die nächste Masche wieder wickeln, mit Faden vor der Masche und der Nadel abheben, Faden hinter die Masche und wieder zurückheben. Und wieder eine Rückreihe von links nach rechts, ebenfalls bis vier Maschen vor dem Ende der Reihe. Und diese Masche wieder wickeln, also verschränkt abheben, Faden nach hinten zurückheben auf die rechte Nadel. So, und nun beginnt die zweite Hälfte der Bumerangferse. Du hast nun an jeder Seite ein Drittel der Maschen gewickelt, also in dem Fall vier Maschen. Und nun strickst du die letzte ungewickelte Masche mit der ersten gewickelten Masche zusammen. Also das heißt, die Masche vor der vierten Wickelmasche wird rechts verschränkt zusammengestrickt, hinten einstechen. Dann holst du dir einen Querfaden heraus zwischen den beiden Maschen, hebst ihn auf die linke Nadel, strickst ihn rechts verschränkt ab. Und nun wird die nächste Masche wieder gewickelt. Faden vor die Nadel und vor die Masche, rechts verschränkt abheben und wieder zurückheben auf die linke Nadel. Wir stricken im Retourgang. Auch hier wird nun die letzte ungewickelte Masche mit der ersten Wickelmasche zusammengestrickt. So, vier Wickelmaschen, also die nächste Masche mit der ersten Wickelmasche zusammenstricken. Auch hier zwischen dieser und der nächsten Masche einen Querfaden herausholen, auf die linke Nadel heben, rechts verschränkt abstricken und der gehört auf die linke, zu den abgestrickten Maschen, auf die linke Nadel. Und die nächste Masche wird wieder gewickelt, verschränkt abstricken, Faden nach hinten und zurückheben auf die rechte Nadel. Wir haben dann nur mehr drei Wickelmaschen. Nun wieder von rechts nach links stricken, auch hier wieder die letzte ungewickelte Masche mit der nächsten gewickelten Masche rechts verschränkt zusammenstricken. Nachdem wir hier eine abgenommen haben, holen wir uns aus dem Querfaden den Querfaden holen wir auf die linke Nadel und stricken ihn rechts verschränkt ab und die nächste Masche wickeln. Rechts verschränkt abheben, zurückheben. Und wieder eine Rückreihe, also von links nach rechts stricken. Und auch hier wieder die letzte ungewickelte Masche mit der nächsten gewickelten Masche zusammenstricken. So zusammenstricken und danach wieder einen Querfaden herausholen zwischen den beiden Maschen, auf die linke Nadel heben, ich habe da den Faden gespalten, ich mache es noch einmal und rechts verschränkt abstricken und gleich wieder auf die linke Nadel tun.
und die nächste Masche wickeln. Faden nach vorne, verschränkt abheben, Faden nach hinten, wieder zurückheben auf die rechte Nadel. Und wieder eine Hinreihe stricken, also von rechts nach links. Und wieder die letzte ungewickelte Masche mit der nächsten Wickelmasche rechts verschränkt zusammenstricken. Noch einmal den Querfaden zwischen den beiden Maschen danach auf die linke Nadel heben, rechts verschränkt abstricken und die nächste Masche wickeln. Also auch wenn es die letzte Masche ist. So, einmal noch eine Rückreihe. Also du siehst, wenn du das ein bisschen übst, ist das gar nicht schwierig, die nächsten zwei Maschen zusammenstricken danach einen Querfaden zwischen den beiden Maschen herausholen, auf die linke Nadel heben, rechts verschränkt zusammenstricken, zurück auf die linke Nadel heben und die nächste Masche wickeln. Faden nach vorne, verschränkt abheben, Faden nach hinten, zurück auf die rechte Nadel heben. So, nun ist eigentlich unsere Bumerang-Ferse so gut wie fertig. Ich zeige dir noch, wie es weitergehen würde. Das siehst du dann im richtigen Video. Und du erkennst hier auch schon sehr schön die Form der Spitze oder der Ferse. Wir haben nun an beiden Seiten seitlich jeweils noch eine Wickelmasche. Und hier werden noch die letzten zwei Maschen rechts verschränkt zusammengestrickt. Nachdem uns dann hier eine Masche fehlen würde, würde dann anschließend noch einmal ein Querfaden eine Masche verschränkt herausgestrickt werden. Also so funktioniert das Prinzip und ich habe dir das hier mit weniger Maschen gezeigt und nun geht es gleich weiter mit dem richtigen Video. Da beginnen wir gleich mit einem provisorischen Anschlag und du siehst hier absolut keine Chance für Lücken. Viel Freude damit!